Let's play. Ja, was macht man so an einem Adventssonntag 2012? Ganz klar, man geht in den Wichsenclub. Hihi. Jo. Schauen wir uns die heißen Schnitten an. Ich sag dir, das Problem sind die Mädchen. Ja, ja, wie immer. Die Jungs kommen klar. Ja, ganz klar. Ja, danke. Warnung, verstanden. Aufpassen auf die Mädels. So, aber jetzt passen wir mal auf die Jungs auf und schauen mal, ob da welche sind. Bis jetzt noch nicht. Aber wir müssen in den Roxy Club. Meine Damen und Herren. Spannende Kiste. Schön in Deckung bleiben. Alles klar hier. Das kommt von dem verfluchten Müll, der hier rumliegt. Oh oh. Wo gehst du hin? Wo will ich hin? Ah, ich will da rüber. Okay, du verpfeifst dich jetzt einmal schön. Und ich geh mal da schön in Deckung. Ja, ja, faulende Katze. Ich möchte da gern in... Hallo, meine Herren. Ich will in diesen Roxy, Foxy, Wichsen. Verdammt, Wichsenclub, nicht Roxy Foxy. Wichsenclub! So, und wo seid ihr? Wo schleicht ihr herum? Würde mich mal interessieren. Deckung wechseln, bringt nicht viel. Okay, da sehe ich jetzt keinen. Schleichen wir mal da ums Eck. Und gehen wir mal da rein. Huh, was war das? Wo sind sie denn jetzt? Ja, weg können sie ja wohl nicht sein, oder? Ja, scheinbar doch. Kinder, ihr habt Glück gehabt, ihr bleibt zum Leben. Was haben wir da? Durch die Tunnel beim Roxy, wie Birdie es beschrieben hat. Aha, und da drüben, da sehen wir, da ist es Roxy. Gut. Ja dann. Da sehe ich jetzt mal 1, 2, 3, 4. Da hinten rennt noch einer 5. Das könnte allerdings schwierig werden. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt verstecken gehen. Autoalarm. Aha, na, den lösen wir jetzt aber nicht aus. Ja, vielleicht wird das notwendig sein, damit die alle zusammenlaufen. Und ich da irgendwo durchschlupfen kann. Na, das müssen wir dann ausprobieren. Ich wäre auf jeden Fall jetzt einmal, ich glaube, da rüber huschen. Da hinüber. Jo. Das werden wir probieren. Gehen wir mal los. Und schön entdecken. Sieht mich da jetzt einer? Nein, da sieht mich keiner. Da haben wir sicher eine, ja, eine Versteckibox. Eine Box zum Verstecken. So, schön in Deckung gehen. Die da drüben sehen mich nicht. Hoffentlich wirst du stehen bleiben. Bleibst du stehen? Jawohl. Jawohl. So, der muss dann auf jeden Fall wegschauen, wenn ich mir den hole. Und dich hole ich mir. Dann kannst du mal Gift drauf nehmen.
Haha. Du wirst das erste Adventssonntag-Opfer. So, hol ich mir den. Sicher, auf geht's. Und ruhig stellen, ruhig stellen. Ruhig, habe ich gesagt. Jawohl. So, Leiche in der Nähe. Den schleppen wir und den tun wir da rein. Es ist immer gut, wenn wir wen verstecken. Und schön wieder in Deckung gehen. Und die Gegend abchecken. Und jetzt werden wir das Ding überwinden. Schön wieder Deckung. Wo müssen wir hin? Ah, da unten. Aha. Hechtrolle, Frühlingsrolle, wie auch immer. Darunter, jawohl. Ja, das werden wir wohl schaffen. Nach unten klettern. Und dann da hinein. Okay, ja, das sollte sie ausgehen. Ich warte jetzt nur, bis die Herrschaften da drüben ein bisschen Meter gemacht haben. Und dann schaue ich mir das gleich an. So. Ja. Fallen lassen. Yay. Ausgang erreicht. Schloss knacken. Knack es. Knack es. Cool. Innis, wer drin ist, meine Herren und Damen. Osmond, Dom Osmond finden. Ja, das werden wir machen. So. Noch keinen Tau, wohin und was zu tun. Ah, da steht schon mal Barhocker, altes Klavier. Und dann ist schon mal klar, wir müssen in einem Club sein. Ich gehe lieber wieder ein bisschen in Deckung und schaue einmal da rein. So. Okay, da geht's runter, da geht's rüber. Oh, das ist immer alles so vielschichtig. Da sehen wir schon ein Plakat vom Wixen Club. Ich weiß nicht, ob da herunten jemand vielleicht doch herumschleicht. Dessen bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen lieber mal auschecken. Was haben wir da oben? Straße und da regnet es rein. Also das wäre vielleicht auch ein Eingang gewesen. Aber was ich da gerade sehe, da haben wir einen Lüftungsschlitz. Und den werden wir natürlich gleich einmal betreten. Und da vorne werden wir ein bisschen herumlugen. LT Spähen. Ja, aber da komme ich ja nur wieder raus, ne? Also das kann es nicht gewesen sein. Dann kriechen wir mal zurück. Umdrehen kann man sich ja in dem engen Gesocks da nicht, ne? So. Aber beim Rückwärtslaufen kannst du natürlich auch nicht spähen. Das ist schwierige Angelegenheit. So, von da sind wir gekommen. Dann schauen wir noch in die andere Richtung. Ja, es ist halt jetzt die Frage. Naja, wir könnten eines machen. Ich tanne mich jetzt einmal darüber. Da komme ich also nicht runter, obwohl das vielleicht eine recht spannende Geschichte wäre, weil da unten ist nämlich ein Lüftungsschlitz, gell? Das wäre natürlich spannend. Ah, warte mal. Ha, das probieren wir jetzt noch. Der Lüftungsschlitz, vielleicht hat mich der eigentlich ja eh schon in die richtige Richtung geleitet, weil ich über den vielleicht da in diesen Dings komme und dann von dort aus weiter. Oh, 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 oh. Da gehe ich doch gleich mal wieder. Da werden Lichterkegel gesehen, das war nicht meins. So, das könnte aber allerdings sein. Das probieren wir.
rein mit uns. Schön mit Feuerzeug da hier, dass wir ein bisschen Licht haben. Cool. So, und da gehen wir jetzt mal raus. Bin ich jetzt dort? Ja, schau an, schau an. Und? Eindringen. Haha. Und mal wieder zuerst. Spähen. Da steht auf jeden Fall ein Puppi. Ach, ja, weiß nicht. Probieren wir's. Rein mit uns. Ich glaube, wir gehen da lieber mal raus. Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Girls, girls, girls. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Ja. Dom ist gerne da, wo die Action ist. Okay, aber ein Cocktail weiß ich nicht, ob ich jetzt trinken will. Ja, dann halt mal rein. Oh yeah. Große Action da hier. Boah, das schaut ja geil aus. Das schaut ja geil aus, bitte. Also. Aha. Also von der Grafik her ist das ist schon ein Wahnsinn. Super inszeniertes Game, hey. Bevor wir da jetzt was machen, da schauen wir lieber ein bisschen herum. Was haben wir da? Das Kabel ist lose, da passiert bestimmt bald ein Unfall. Ich geh jetzt einfach heim, okay? Mir reicht. Was denn? Hast du den Verstand verloren? Was haben wir da? Diese Tür braucht eine Schlüsselkarte. Die vielen Korps. Mein zukünftiger Schwager ist ein Korb. Was haben wir da? Vielleicht irgendwas auf den Tischen. Auf jeden Fall nette Fotos. Das ist dein Junggesellenabschied. Oh, Junggesellenabschied. Na, da wollen wir nicht länger stören. Da gehen wir ein bisschen, die lassen wir ein bisschen den Jungs ihren Spaß. Auf die Bühne wollen wir ja nicht unbedingt, ne? Nö, nö. Eine Schlüsselkarte, wer wird da so eine Schlüsselkarte haben? Ja, ich glaube auf jeden Fall Angestellte werden das haben, ne? Nein, nein, ich hab... Mal wieder schauen. Nein. Gehen wir mal an die Bar. Gut, scheinbar werden wir hier nicht bedient. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen umschauen, weil das ist so cool gemacht. Was haben wir da? Spielautomaten, ne, die lassen wir. Da hätten wir. Hey Mann, was liegt an? Oh, nicht viel. Nicht viel, netter Abend. Da wäre ein Medizinschränkchen, das brauchen wir jetzt aber nicht, weil gesund sind wir ja noch. Noch? Aber das ist ein Angestellter, gell? Vielleicht, wenn man sich dem ein bisschen so von hinten. Oder gehen wir lieber? Oh oh, okay. Das wäre unsere Zielperson gewesen. Aber dazu hätten wir zuerst den anderen Typen ruhig stellen müssen, damit wir uns dem in Ruhe widmen können. Naja, drehen wir noch eine Runde und dann probieren wir es. Mal schauen, schön unauffällig bleiben. Nicht zu schnell bewegen. Hihi. Da ist er wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schlüsselkarte hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da noch einmal rein dürfen. Sonst müssen wir halt killen. Stellen wir nochmal ruhig. Ah ja, da sehe ich sie schon. Die Schlüsselkarte, geile Sache.
Und den werden wir jetzt einmal los. Jawohl, rein mit dir in den Schrank. Du Schrank. Okay, na, verkleiden brauchen wir uns nicht. Die Schlüsselkarte haben wir. Ein Revolver, brauchen wir den? Können wir den nehmen? Na, den können wir nicht nehmen. Egal. Schlüsselkarte haben wir. Geile Kiste. Gefällt mir schon. Scheint zu funktionieren. So, da drüben ist irgendwo dieser Don Osmond. Aber jetzt werden wir zuerst einmal die Schlüsselkarte ausprobieren, weil da ich bin ein neugieriger Mensch. Und hey, geht's einmal weg da. Ha. Da hinten steht einer. Da wäre jetzt, glaube ich, aber doch ein bisschen warten. Schauen wir uns einmal die Hühner an. Ja. Sexy. Da ist auch ein Typ. Man hätte sicher über die Bühne auch da nach hinten gehen können, aber. Okay, der ist weg. Aha, Timing ist alles. Was kann ich da sonst noch? Da hätten wir wieder ein Hitman-Entchen. Ey, wenn das nicht die Umkleidekabinen von den Mädels sind. Okay. Was können wir da jetzt machen? Oh oh.